Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ingress mit Chaos Lady. Und zwar geht es ums Leveln. Es gibt ein sehr gutes Dokument. Das findet ihr am besten, wenn ihr Ingress die Kunst, Umwege zu gehen, googelt. Dort findet ihr ein Google Docs Dokument. Und dort gibt es den Kapitel Mehr AP Leveln. Da werden richtig viele gute Tipps gegeben, wie man am besten levelt. Auch die Beschreibung, wie viel AP braucht man überhaupt fürs Level Up. Das steht hier. Wann erreicht man Level 9 bis 16? Wieso 20? Ich bin etwas verwirrt. Anscheinend sind sie sich ziemlich, also von der AP-Zahl weiß man auf jeden Fall, wann es Level 20 gibt. Aber hier sind noch keine Informationen, was man dafür braucht, soweit ich das weiß. Also ich bin Level 16, ich bin Max-Level. Ich kann eigentlich nicht mehr und ich habe 90 Millionen. Also von daher sehe ich da jetzt aktuell eigentlich was anderes. Aber okay. Wie viele Punkte gibt es wofür? Fürs Rechargen, also fürs Aufladen von einem Portal, gibt es 10 AP. Wenn ihr ein Rezo zerstört, bekommt ihr 75 AP. Wie zerstört man ein Rezo? Indem ihr XMP abfeuert auf einen fremdfarbigen Resonator. Das heißt, wenn ihr blau seid, muss es ein grüner sein. Und wenn ihr grün seid, dann muss er blau sein. Erster Resonator setzen gibt 500 AP plus 125 AP, das liegt daran, wenn das Portal grau ist und ihr setzt euren ersten Resonator rein, dann habt ihr das Portal gecaptured. Dafür gibt es Bonuspunkte, 500 AP. Die nächsten 2 bis 7 Resonatoren gibt 125 AP und der letzte Reso, Abkürzung für Resonator, gibt dann 125 plus 250 AP. Also ein Bonus fürs Vollmachen eines Portals. Das Mod setzen, davon darf jeder nur 2 setzen, 125 AP. Mod setzen sollte eigentlich quasi selbsterklärend sein. Wenn ihr ein Portal aufruft, dann gibt es da einen extra Button, um Mods aufzurufen. So, fremde Resonatoren upgraden kostet 65 AP. Das geht natürlich nur, wenn der Resonator die gleiche Farbe hat wie ihr. Link zerstören bedeutet, wenn an einem Portal ein Strich dran ist, einen Link von der fremden Farbe, logischerweise, und ihr zerstört den zerstört ihr, indem ihr mindestens 3 Resos beschützen den Link und wenn ihr den drittletzten Reso zerstört habt, verschwindet der Link und dann kriegt ihr 187 AP. Wenn ihr einen Link erzeugt, bekommt ihr 313 AP. Dann gibt es Felder. Felder entstehen, wenn ihr 3 Links ordnungsgemäß miteinander verbindet, also 3 Portale miteinander richtig verbindet, dann entsteht ein Feld. Für ein zerstörtes Feld von der fremden Farbe kriegt ihr 750 AP. Fürs Erzeugen eines Felds kriegt ihr 1250 AP. Fremdportal-Hacken ergibt 100 AP und Fremdportal-Hacken, Freundportal-Hacken 0 AP. Also wenn ihr grün seid und ihr hackt ein grünes Portal, kriegt ihr keine AP dafür. Aber das Glyphen gibt Punkte. Ich glaube, das ist hier vielleicht gar nicht erweitert worden. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeschaut. Ja, wenn Portale wieder eingereicht werden können und es wurde akzeptiert, bekommt ihr ein Key und 1000 AP. Portalkorrektur akzeptiert. Ah, wenn ihr ein Portal korrigiert, dann kriegt ihr 200 AP, das habe ich auch noch nie gesehen. Und wenn ein Portalfoto akzeptiert wurde, 500 AP. So viel dazu. Jetzt vielleicht noch
was hier drunter steht. Hier drunter kommen jetzt wirklich sehr viele gute Tipps. Dieses Dokument ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist so eine Art Ingress-Anleitung. Die Scores sind kumulativ. Wenn ein zerstörter Link zwei Felder begrenzte, bekommt man für die Zerstörung des Links also 187 AP und 2x 750 AP und die Zerstörung der Felder für die Zerstörung der Felder. Zuvor beim Erstellen bekam der gegnerische Spieler 313 AP für den Link und 2x 1250 AP für die Erzeugung des Feldes. Also, wenn man es geschickt anstellt, kann man sogar mit einem Link zwei Felder erstellen und die zwei Felder ergeben 2x 1250 AP und beim Zerstören 2x 750 AP und so weiter. Wie gesagt, besser ist, ihr lest das Dokument selbst durch. Hier gibt es sogar eine AP-Strategie von Level 1 bis 3, eine AP-Strategie von Level 4 bis 5. 4 und 5, dann Level 6 plus. Hier sogar Tipps, wie man Material farmt, wie man eine Flip-Farm macht, gegnerische Gärten finden und zerstören. Da steht hoffentlich auch drin, dass man auf der Intel-Map sehen kann, wo was eigentlich rumsteht. Gegenstrategie. Braunschweiger, Marodeure, AK, Farm to Go. Dafür braucht man aber, glaube ich, mehrere Spieler. Da gibt es also sehr, sehr viele Strategien. Dieses Dokument ist unheimlich gut und kann ich euch nur ans Herz legen, weil das sind offizielle Informationen, die hat jeder. Damit wird niemand benachteiligt oder bevorteiligt, weil Ingress ist ein Strategiespiel. Deswegen gibt es in viele Teams Geheimnisse und Geheimnisse werden nicht weitergetragen, bla bla bla. Das so viel dazu. Ich denke, das war's. Bis zum nächsten Mal.